Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Ultimate Reloaded. Wir stehen hier im Bahnhof, hat einen ganz einfachen Grund, denn wir wollen ja unsere Bahnstrecke so langsam bauen für die nächste Rubber Tree Farm, also für Rubber Tree Farm 2. So heißt es richtig. Und dementsprechend basteln wir uns jetzt als allererstes mal so ein paar Tracks zusammen. Haben wir noch irgendwelche Glass Bottles? Jo, haben wir da, sehr schön. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir die Dinger einfach mal voll machen. Oh, sind sogar stackbar, sehr schön. Dann benötigen wir für die Tracks... Genau, generell Wood Slabs. Welche sind egal? Also dementsprechend relativ simpel. Glücklicherweise haben wir auch hier unten ein Crafting Terminal. Daher ist das Ganze relativ easy. So, wahrscheinlich war das auch wieder ein bisschen zu viel. Das macht aber nichts. Jetzt haben wir 16 Stück. Als allernächstes brauchen wir ein paar Iron Ingots. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir die hier in dieser Rolling Machine so anordnen. Genau. Und dann bastelt er uns hier diese Standard Rails zusammen. Daraus brauchen wir gleich auf jeden Fall noch eine, ich glaube eine Advanced Detector Rail war das. Oh, kacke. Deswegen Manual. Wie hießen die Dinger? Genau, eine Advanced Detector Rail bauen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber warte mal, wir füllen das Ding mal eben wieder auf. Und lassen den mal ganz schnell durchfahren, beziehungsweise durcharbeiten. Ist ja zum Glück relativ zügig unterwegs, also dementsprechend verlieren wir hier nicht allzu viel Zeit. Achso, genau, den letzten muss man dann doch immer manuell nochmal einmal anklicken. Aber das ist okay. Gut. Ich denke auch mal, dass es reichen sollte, weil ich habe noch in Erinnerung, dass diese Teile relativ ergiebig sind. Wie? Werden wir gleich sehen. Eine? Hä? Achso. Ja, das übliche Problem, ne? So, Tracks. Jetzt haben wir hier nämlich 32, ach so, 64, 128. Ich denke mal, das sollte erstmal genügen. Bevor wir jetzt anfangen, hier mit dem Schienensystem anfangen, sollten wir vielleicht das neue Kart, was wir brauchen, in Auftrag geben. Dazu brauchen wir jetzt erstmal eine Standard-Hull, also die Hülle generell. Und dazu brauchen wir ein ganz normales, reguläres Minecart. Iron Wheels brauchen wir 2 Stück. Und dann können wir hier schon mal die Standard-Hull zusammenbauen. Die schmeißen wir erstmal hier rein. Dann haben wir hier schon mal einen kleinen Überblick. Und natürlich werden wir die auch wieder mit verschiedenen Engines ausstatten. Das wäre dann einmal wieder, wie gehabt, die Solar Engine. Natürlich die richtige hoffentlich. Warte mal kurz. Ich denke, die war das. Die ganz normale, genau, die ganz normale Solar Engine. Dazu benötigen wir Solar Panel. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele, verdammt. 4. Gut, dann haben wir 4 Stück davon. Dann benötigen wir das Zeug hier. 2-mal. Dann können wir uns den Advanced PCB hier zusammenbauen. Und damit sollten wir, genau, sollten wir die Solar Engine schon mal haben. Des Weiteren kommt hier noch eine Coal Engine mit rein, wie immer. Da haben wir das gute Stück. Okay, Ofen fehlt. Hätte sein können, dass wir noch einen da gehabt hätten. Aber nee, ist leider nicht der Fall. Dann bauen wir den schnell. Dann haben wir da schon mal die Coal Engine. Genau, dann das Übliche. Wir sollten noch ein paar Side Chests mit anbauen. Ich nehme immer die, weil ich die eigentlich ganz cool finde, die Kollegen. Das ist die Frage. Davon haben wir nichts mehr da. Alles weggecraftet, alles klar. Achso, halt. Dann haben wir hier schon mal die Side-Chest, genau. Jetzt kommen wir im Prinzip zu dem wichtigen Part. Und zwar, wenn wir hier mal Tree-Tab eintippen, warte mal kurz. Genau, Tree-Tab. Dann sehen wir hier Tree-Tab-Module. Den brauchen wir, aber wenn wir mit Shift da mal raufgehen, dann steht da Requires One Woodcutter. Ich gehe mal davon aus, dass wir dementsprechend auf jeden Fall einen ganz normalen Standard-Woodcutter nehmen können. Weil irgendwas höherwertigeres würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt nehmen. Da brauchen wir jetzt diesen Wood Cutting Core. Da brauchen wir noch ein Advanced PCB für. Einmal, zweimal. Achso, wir sollten den noch vorher fertig bauen, ne? Das wäre vielleicht sinnvoll.
Genau, das passt auch. Jetzt müssen wir nur noch diese Diamantdinger bauen. 1, 2, 3, 1, 2. Dann haben wir hier unseren Basic Woodcutter. Und dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema TreeTap. Genau, der Kollege ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen einen von Industrial Craft, was eigentlich total egal ist, ehrlich gesagt. Hauptsache, wir haben irgendeinen da. Und dann brauchen wir so ein ganz normales Simple PCB, also nichts Wildes in dem Fall. Achso, falscher. Dann bauen wir den zusammen und dann haben wir hier unser TreeTap-Modul. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir jetzt alles für unser Minecart da haben. So, also Sidechest rein, Coal Engine rein. Achso, Solar Engine rein. Wir packen die mal nach ganz links vielleicht, genau. Dann kommt der Basic Woodcutter rein. Und das ist jetzt ein Attachment anscheinend, okay. Ja gut, dann lassen wir das mal so durchgehen. Ich hoffe, das läuft dann soweit. Und ich würde sagen, wir assemblen das Ganze mal. 16 Minuten braucht der. Damit machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wahrscheinlich erst weiter. Aber heute werden wir uns noch ein wenig um die Aufteilung oder ja, Verlegung der Gleise kümmern. Was durchaus ein kleines Problem darstellen könnte, weil wir noch nicht genügend Rubber Tree Saplings haben. Aber wie wir sehen, diese Farm hier, die füllt sich so langsam auf. Wie viel haben wir davon im System jetzt? Inzwischen 64. Das geht schnell. Da kam wirklich einiges zusammen. Ja, nice. Gut. Dann müssen wir gucken. Ich hätte gedacht, da wo jetzt diese Baumreihe hier ist, wird auch für diese Farm im Prinzip die letzte Baumreihe stehen. Das heißt, wir machen hier eine Kurve rein. Und ich überlege gerade... Ja, pass auf, wir gehen nochmal so zurück. Beziehungsweise halt, nee. Ich bin mir aber nicht sicher, wie diese Steve-Card-Dinger arbeiten, aber wir werden das trotzdem mal auf Nummer sicher trimmen, das Ganze. Jetzt haben wir hier noch einen Dreier frei. Müssten anders anfangen. Warte mal, ich nehme nochmal eben die Schienen hier weg, aber ich habe eine Idee, wie wir das einigermaßen vernünftig hinbekommen, glaube ich. Gut, und da werden wir einfach die ganze, ja, Gebäudeseite für nehmen. Den Platz haben wir. Haben wir extra noch ein bisschen geterraformt hier zwischen den Aufnahmen. Genau, und hier vorne irgendwo kommt dann so die Entladestation hin. Ich denke, das passt. So, dann können wir hier gleich weitermachen mit der zweiten Strecke. Ups. Ja, ich glaube, wir sind darauf angewiesen, das so zu machen. Weil mehr Platz haben wir nicht. Ich möchte hier nicht zu weit rausbauen, weil dann wird es irgendwann hässlich. So, Bäume, die Fackeln müssen wir demnächst anders verteilen noch. Das ist aber auch kein Problem. So. Dann hätten wir das. Als nächstes, oh gut, wir haben natürlich wieder viel zu viele Schienen gebaut. Ist aber nicht das Problem, weil vielleicht brauchen wir die irgendwann nochmal. So, nächster Schritt ist eine Advanced Detector Rail. Beziehungsweise 2. Ich überlege gerade, ob wir das so ähnlich machen wie hier bei dem hier. Dass wir einfach eine strikte Trennung haben zwischen Beladen, also mit Kohle, und Entladen, also dementsprechend Rubber Wood oder beziehungsweise das Sticky Resin. Ich denke, wir machen das. Das heißt, wir benötigen 2 Cargo Manager. Und 2 Advanced Detector Rails. Aber das kriegen wir hin. Ich weiß, es geht nur mit einem, aber wir machen das mit beiden, damit einfach diese beiden Stränge komplett getrennt sind, ohne Probleme. So, jetzt geht das wieder los hier. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen ordentlichen Haufen davon. 16 ist jetzt nicht so viel. So, das könnte unter Umständen reichen. Wir brauchen 8 davon. Reicht niemals. Okay, dann, warte, dann machen wir noch einen Stapel hier. Oh, stimmt. So, und davon bräuchten wir auch nochmal 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann benötigen wir noch 2 von den Kollegen hier. Warte mal. Ah ne, 4 braucht er. Stimmt, upsi. Na. So, damit sollten wir beide Cargo Stations oder Manager fertig bekommen. Hiha. Alles klar. Und dann geht's weiter mit der Advanced Detector Rail. Da haben wir schon das gute Stück.
Und da haben wir bis auf die Pressure Plates alles weiter. 1, 2, 3, 4. Ach, da kommen wir 2 Stück raus. Na gut, dann lassen wir das so. Alles klar. Ich gehe mal kurz pennen hier. Ja, an sich werde ich wahrscheinlich die oder das Spiel generell ein bisschen laufen lassen, jetzt wenn wir den Kram hier fertig haben, damit wir halt noch ein paar Rubber Saplings hier in Überschuss bekommen, damit wir auch diesen Bereich hier demnächst mal bestücken können. So, die beiden Cargo Manager, die werden beide auf diese Seite hier kommen. Die haben dann die grüne Seite, haben die dann hier, die beiden Schienen tauschen wir aus. Genau. Und dann machen wir halt einen, wie gesagt, für die Kohlezuführung und den anderen halt für die Sticky Resin Abführung. So, das Ganze wird auch relativ simpel sein, weil wir können hier stumpf diese Kabel verlängern, die wir hier schon liegen haben. Das heißt, ich buddel mich mal... Warte mal. Das ist dieser hier. Dann buddeln wir uns hier einfach mal runter entlang und dann passt das, glaube ich, schon. So, muss reichen. Wir bräuchten an sich auch hier... Ne, hier brauchen wir nur eine Einerstrecke, die brauchen ja gar keine Energie. Stimmt. Haha. Ja, geil. Dann müssen wir uns hier einfach echt nur stumpf durchbauen mit dem ME-System. Und dann war's das. Sau gut. Das wird gerade ziemlich dunkel. Ich sehe quasi nichts mehr. Ach nee. Müsste gleich kommen eigentlich, ne? Jawohl, da sind wir. Ah, das sind drei. Na komm, drei Blöcke. Das heißt, ab hier, genau, da sind dann die beiden Cargo Manager. Läuft. Oha. Gut, das heißt, wir brauchen dann doch nochmal jeweils einen Bus. Und wir könnten rein theoretisch schon mal mit dem ME-Kabel anfangen. Genau, das Ding kommt von hier. Einfach auf Bodenhöhe, das passt dann schon. Da können sowieso keine Monster drauf spawnen, dementsprechend ist es relativ Wumpe, was wir danach tun. Machen wir gleich. Warte mal. Wir brauchen nämlich noch den Exportbus. Dann können wir hier schon mal Charcoal auswählen. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die Betankungsstation, sage ich jetzt mal, soweit bestücken. So, einmal Import. Einmal Export. Und Export machen wir jetzt den hier. Können hier gleich den Import dran basteln, schon mal verkabeln. Genau, kommen wir damit noch hin? Nein. Warte mal, ich muss jetzt sowieso mal eben einen Ausgang basteln. So, pass auf, wir brauchen noch einen ME-Kabel, ne? Wahnsinn. Na, ja, haben wir da. Gut. Nicht vergessen, Exportbus müssen wir noch konfigurieren. Das ist der Kollege da, da kommt die Charcoal rein. Warte. Ich möchte diese Charcoal dann tatsächlich auch nur in diesem... Oh, warte mal, in dem Grün haben. Grün ist für uns ausschlaggebend. Und wir brauchen da auch nicht so massig viel. Gut, das wird dann halt, wie gesagt, in die Coal Engine geschmissen. Genau, Output, richtig. Jo, und damit wäre der hier eigentlich schon mal, genau, soweit konfiguriert. Der Rest... Den Rest schalten wir mal auf Input, damit hier nichts schief gehen kann. Ja, und dann passt das, glaube ich. Der Kollege hier ist eigentlich völlig egal, was der macht. Der braucht nur auf der grünen Seite den Input. Und zwar von der Kiste. Oder dem Woodcutter. Ich weiß noch nicht genau, wie das bei dem Minecart dann nachher ist, weil dieses Tree-Tap-Ding hatte ich bisher nämlich auch noch nicht in der Hand. Aber okay, damit ist grundlegend erstmal das Ding soweit safe. Gut, hier müsste nochmal irgendwo eine Fackel wieder hin vielleicht für die Monster-Spawn-Geschichte. Hier vorne auch nochmal. Genau, dann haben wir das. Ja, wie wir sehen, die Farm hier, die füllt sich so ein bisschen mit den Saplings. Dauert aber noch ein bisschen, bis da genügend da ist.
Eventuell, wenn ich gleich ganz viel Langeweile habe beim Rendern, werde ich mal gucken, dass ich nochmal so ein paar von diesen Säpplingen irgendwo da hinten organisiere. Ich meine, in dem Swamp-Biom, da waren, glaube ich, noch ein paar. Mal schauen. Ja, aber damit haben wir den ersten Schritt schon mal getan. Wir können mal eben nochmal schauen, was unser wahrscheinlich noch nicht fertiges Minecart so treibt. Ja, das braucht noch ein paar Minütchen. Aber ich denke mal, darum werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Fakt ist, wir haben hier die Vorbereitung getroffen. Ich werde mir gleich nochmal ein paar Rubber-Saplings genehmigen. Farm. Oder ich lasse das Spiel einfach laufen und mache nebenbei was anderes. Je nachdem, irgendwas findet sich da schon. Ja, und hier könnte man... Warte mal, das machen wir nochmal schnell, oder? Fluid Import? Ja, let's go, komm. Wir haben in netter Weise hier auch noch ein Crafting Terminal, weil ich glaube, die Fluid Import Busse... Oh, da geht's wieder los. Habe ich noch nicht im Autocrafting mit dabei. Deswegen machen wir hier eben die Import-Geschichte. Genau, einmal die Fluid-Variante. Wir hatten keinen mehr, ne? Ne, hatten wir nicht. Und da fehlen uns die Annihilation Cores, okay? Hä? Ach, da unten, lol. Jetzt sind sie wieder weg. Da sind sie, genau. Gut, dann haben wir hier unseren ME Fluid Import Bus. Die Kabel haben wir noch dabei. Dann können wir nämlich schon mal die Sludge-Geschichte da anschließen. Und das Coole ist einfach, es wird ja gleich instant, also nicht instant, aber direkt weiterverarbeitet. Jupp. Da geht es los. Sehr schön. Hier könnten wir übrigens nochmal schnell ein bisschen zubauen. Einmal so, und dann kommt hier noch einmal Erde oben drauf. Haben wir noch welche? Nee, aber das System sollte noch Dirt haben. Auch nicht mehr so viel. Aber reicht. Okay. Das sollte für heute dann, glaube ich, erstmal reichen. Ja, der werkelt das sofort um zu irgendwelchen Sandgeschichten. Das passt schon. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit dem TreeTap-Card funktioniert. Wir lassen uns überraschen, wie immer. Und ich würde sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Da ist gerade ein Robotree gewachsen. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.